Na, das wär's doch hier. Ein schöner Altspot am Wolchow. Das wäre doch mal wirklich was. Endlich wieder Fische fangen am Wolchow. Der erste Aal ist gerade reingegangen. Ich habe gerade noch ein bisschen auf Z-Fische probiert. Da läuft das gerade nicht so gut. Aber direkt der Aal, gerade ausgeworfen, sofort da. Das könnte doch noch was werden. Also testen wir einfach mal, ob hier was geht. Hör doch mal auf. Hör doch mal auf. Sag bloß, hier geht der Aal. Das wäre ja der Oberhammer. Das muss ein Aal sein. Oder ein Wels. Oh mein Gott, oh, das ist ein Wels. Nein, bitte kein Wels. Hier gibt es ja auch Wels. Vielleicht ist es ein Wels. Oder? Ist es ein Aal? Ist es agil? Es könnte ein Aal sein. Oder eine große Quappe. Es ist ein Aal. Hör doch mal auf. Guck dir die Schlange an. 2 Kilo plus. Bäm, 2,8 Kilo. Was geht ab? Richtig, richtig nice. Also, so kann das doch gerne sein. Raus damit wieder. Seht ihr die Ecke? Ist das nicht die Oberhammer-Aal-Ecke hier? Wenn das mal hier nicht die ultimative Aal-Area ist. Seerosen ohne Ende. Alles hier wunderbar eingefasst von Schilf. Und das Ganze hier, schlammiges Ufer. Perfekte Aal-Area. Mega, mega nice. Und das ist doch schon mal ein guter Anfang hier. 2 schöne Aale und das in den Abendstunden schon, in den frühen. Und wir wissen ja, Aal geht halt auch gerne mal bis, na sagen wir mal so 9 Uhr morgens, kann der noch reingehen, reinbeißen. Und deswegen teste ich das jetzt hier einfach mal. Einfach mal gucken, ob das hier funktioniert. Nach langer Zeit mal wieder. Eine Aalstelle, die auch wirklich uralt ist, aber die so ein bisschen, glaube ich, in Vergessenheit geraten ist am Wolchow. Kennst du den Spot? Hm? Weißt du schon wo? Schwierig, oder? Ich drehe mich mal eben um. Wahrscheinlich wissen die meisten sofort, wo das hier ist. Denn die meisten kennen 71-100. Das ist ja wohl der bekannteste Spot am Wolchow für Brassen, Z-Fische und so weiter und so weiter. Aber nachts einfach mal ein paar Meter weiterlaufen und dann hier auf Aal testen, wird, glaube ich, sehr selten gemacht. Und ja, kann man mal machen. Wie gesagt, uraltes Dingen. Ich glaube, damals sogar ein alter Super-Trophy-Spot. Also das hier kann man auf jeden Fall oder sollte man auf jeden Fall immer mal wieder testen, ob hier nicht der Aal geht. Ich habe keinen Clip drin. Ich weiß, Herzinfarkt, Katastrophe, kein Clip. Oh je, wie soll ich da jetzt jemals angeln? Woher soll ich wissen, wie weit ich werfe? Naja, werf doch einfach mal rein. Also, einfach mal dahin, wo das Geschlonze ist oder wo das Grünzeug ist oder hier die Seerosen. Einfach mal rauswerfen und gucken, was passiert. Das, wo jetzt gerade gebissen ist, also das war jetzt ungefähr bei diesen hinteren Seerosen. Also bei denen, ich würde sagen, so in der Area hier. Also bis dahin ungefähr geworfen, da wo das Auge jetzt ist, dahin ausgeworfen. Wie angelt man auf dem Aal? So ein Zwischending, zwischen recht vorsichtig bis doch noch ordentlich Tragfähigkeit, denn der Aal, habt ihr ja gerade gesehen, die können auch schon mal gut abziehen. Und wir haben hier vom Setup, gucken wir mal eben rein, wir haben hier 7,4 Kilo Fluorocarbon. Um die 7 ist eigentlich immer ganz gut fürs Aalangeln. Grundsätzlich kann man auch sagen, wenn ihr einen Fisch habt, wie jetzt den Aal, mit einem Trophy-Gewicht von 4 Kilo. Einfach mal so 2-3 Kilo an Fluorocarbon-Vorfach oder an Vorfachsstärke draufrechnen, dann passt das in der Regel. Brasse wiegt so 4,4 Kilo auch. Also wenn man da mit, naja, ich sag mal 6 bis
8 Kilo, 9 Kilo an Vorfach dran geht, dann reicht das absolut. Sollte man auch auf jeden Fall nicht übersteigen. Lieber ein bisschen feiner reingehen als zu stark. Bei allen anderen Fischen ist es halt ähnlich, ne? Schleie, das gleiche Ding. Also alle Fische in dieser Klasse, einfach so ein paar Kilo drauf und dann reicht das in der Regel. Nicht zu dick reingehen, lieber ein bisschen mehr in den Drill gehen, bisschen länger drillen und dafür dann irgendwann die dickeren Fische fangen. Einserhaken, Fischfetzen. Das Ganze ist jetzt hier drauf. So soll das sein. Die dicken Fischfetzen gerade noch beim Brassenangeln vorhin gemacht. Und jetzt direkt wieder verangeln das Ganze. Ja, und jetzt heißt es aber trotz allem natürlich beim Aalangeln Sitzfleisch beweisen. Und ich gucke gerade nochmal eben. Wir haben es jetzt gerade die Nacht vorbei. Aber es ist relativ kühl. Und es zuppelt wieder los. Hör doch mal auf. Es zuppelt schon wieder los. Ich rechne immer noch mit Quappen, ich rechne immer noch mit Welsen. Er zieht ab, ja, ist dran. Ist noch nicht dran. Ist noch nicht dran. Keine Bewegung, kein Einkurbeln, kein gar nichts. Vielleicht einfach wieder weg. Vielleicht einfach wieder weg. War der Haken zu groß? Einserhaken ist schon recht groß. Aber sollte eigentlich funktionieren. Etalon, ich habe hier gerade drei verschiedene Hakenarten dran. Jetzt in dem Fall war es der Karpfenhaken. Ne. Das werfe ich jetzt trotz allem nochmal eben aus. Da weiß man halt immer nicht, wo landet das Ganze. Übrigens aufpassen, wenn ihr hier rauszieht, hier vertüdelt sich immer mal gerne was. Also es gibt so Hänger hier. Ich werfe jetzt nochmal aus, ungefähr so. Oh, guck mal, das ist sogar jetzt nochmal ein bisschen weiter gegangen. Und jetzt landen wir nochmal mehr direkt an diesem Grünzeug. Also genau in dieser Area hier. Genau in dem Bereich, perfekt. Ja, geile Area. Ich habe schon richtig Bock, wenn das so weitergeht. Nicht schlecht. Schon mal ein richtig gutes Zeichen. Also für alle, die es immer noch nicht erkannt haben, auf der Map. Da. Pretty simple. Also, einfach eben hier, zack, ganz am Ende. Und hier ist dieses Schilf. Hier ist die Area. Und dann geht es hier quasi so rein. Ne? Übrigens, eine andere Area kann man leider nur mit dem Boot erreichen. Gibt es hier oben. Auch komplett Schilf. Und dann kann man hier so hinwerfen. Auch immer mal wieder testen. Aber man muss halt mit dem Boot fahren. Wenn man da Bock drauf hat, kann man das machen. So. Ich warte jetzt einfach ein bisschen ab und wir gucken einfach mal, ob noch was reingeht. Na guck, schon haben wir es kurz vor 4. Die Nacht geht auch immer ratzfatz durch, aber bisher noch nicht ein weiterer Aal. So wie, tja, um 23 Uhr, genauso sieht es immer noch aus. Also noch nichts weiter reingegangen. Habe ich vielleicht jetzt zu weit geworfen? Ich zubbel noch mal ein bisschen ran rum. Und gucken wir einfach nochmal, ob was geht. Bisschen Zeit ist ja noch. Ich würde sagen, so ungefähr bis 8 Uhr warte ich noch. Tja, so geht das nun mal mit dem Aal, ne? Mal lübt der Lachs, mal lübt er nicht. Also, kann man halt nichts machen. Aber man kann es probieren. Immer mal wieder testen. Vor Monaten das letzte Mal hier getestet und da war das ganz ähnlich. Drei Aale relativ kurz nacheinander, aber auch recht gute Größen waren dabei. Also von daher einfach immer mal wieder ausprobieren. Würde ich mich hier mit dem Tauwurm hinstellen? Na klar, warum nicht? Einfach mal testen auf dem Tauwurm. Aber primär, wie gesagt, am ehesten glaube ich schon mit dem Fischfetzen. Also Fischfetzen ist da schon deutlich relevanter. Wir gucken gerade nochmal eben hin. Hier sieht man, wie gesagt, alles aufpassen. Wie gesagt, hier in diesem Bereich. Es kann sich immer mal vertüdeln. Also nicht direkt in die Seerosen reinschmeißen, sondern schön davor werfen. In diese Kante davor. Und dann sollte da auch eigentlich alles liegen bleiben und nicht hängen bleiben. Und dann lübt das doch im Idealfall. Und natürlich auch darauf achten, ja, dass das Wetter kühl ist. Bei mir war es gerade so lala kühl, um die 16 Grad auch. Jetzt der heutige Tag, vielleicht wird es gleich in der nächsten Nacht nochmal besser. Auch sowas hier bewölkt
und kühl ist, glaube ich, nicht so schlecht. Also um die 14 Grad, Regenwetter, das ist, glaube ich, schon richtig gut. Im Idealfall ist das Regenwetter dann natürlich auch am Abend und in der Nacht hin. Das weiß man halt leider nicht. Ne? Man kann davon ein bisschen ausgehen, wenn es 2 Tage in Folge ist, dass es dann eher zum Abendende hier jetzt quasi ist und dann am nächsten Tag zum Anfang, dass dann quasi der Übergang ist mit der Regenzeit. Ansonsten, naja, muss man einfach, wie gesagt, ausprobieren. Ja, aber so ist das schon mal nicht so schlecht. Kann man mal machen und vielleicht hast du ja auch Glück und es zuppelt dir einer ran. Oder einfach mal ganz andere Köder testen, sowas wie Frosch, aber hier gibt es auch Hechte, also da auf jeden Fall auf die Uhrzeit achten. Oder Krebsschwanz geht halt auch immer mal für den Aal. Jo, so viel dazu. Ich hoffe, es hat geholfen, ich hoffe, es hat gefallen. Daumen da lassen, Kanal abonnieren, hilft und gefällt mir. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch. Und gleichzeitig auf YouTube, montags, mittwochs und freitags immer ab 19 Uhr. Bis dahin, Petri.